Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 21. Runde der Tipico Bundesliga. Wir haben am Sonntag um 17 Uhr zu Hause in der Merkur Arena die Wiener Austria zu Gast. Bei mir Platz genommen hat unser Cheftrainer Christian Ilzer. Danke fürs Zeitnehmen. Schauen wir ein bisschen zurück. Last-Minute-Unentschieden gegen die WSG am Samstag. Welche Arbeitsaufträge hat euch dieses Spiel für diese Woche mitgegeben? Ja, zum einen waren wir mit dem Spiel insgesamt nicht zufrieden. Zum anderen hat es natürlich schon gut getan, dann in der absoluten Schlussphase nochmal das Tor zu machen und das Spiel auszugleichen und dann einen Punkt mitzunehmen. Insgesamt haben wir natürlich gesagt, dass das Spiel gegen den Ball über weite Strecken in Ordnung war. Wir waren definitiv nicht das schlechtere Team in Innsbruck. Aber wir wollen dann schon, was unsere Spielidee betrifft, haben wir versucht, das wieder zu präzisieren unter der Woche, da wieder noch mehr Klarheit in unser Spiel zu bringen. Auch was das Spiel nach vorne betrifft, einfach torgefährlicher zu sein, präsenter im letzten Drittel zu sein. Und das waren einmal so grundsätzliche Trainingsthemen und da inhaltliche Themen in der Woche. Jetzt wartet die Austria am Sonntag. Zumindest von außen betrachtet, präsentieren sich die ein bisschen verändert. Wie erwartest du das Team am Sonntag in Graz? Ja, wir befassen uns natürlich mit dem Gegner, schauen uns einfach an, wie agiert er in seiner Struktur in den unterschiedlichsten Phasen, wie ist das Personal, das beim Gegner spielt. Das hat natürlich Thema in der Trainingswoche, in der Vorbereitung auf den Gegner. Ich möchte einfach aber nicht zu viel eingehen auf den Gegner. Es ist wichtig, dass wir einfach eine verbesserte Leistung zum letzten Auftritt in Tirol bringen. Und das ist schon, worauf wir dann hauptsächlich fokussieren wollen. Dann schauen wir auf unser Personal. Die APA stellt eine Frage. Wie geht es Wüttrich? Ist er einsatzfähig? Und wie schreitet die Genesung der anderen Verletzten voran? Kitteschwili, Husbeck, Trummer. Ja, ich fange beim Winz an. Ist einfach am Weg nach seiner Kreuzbandverletzung. Arbeitet jetzt schon viel am Platz, auch mit dem Ball, ist jetzt aber noch nicht im Mannschaftstraining, aber ich denke, das werden auch dann die nächsten Steps sein. Beim Hussi ist es so, dass er einfach die Woche schon mit der Mannschaft trainiert hat, teilweise. Zweikampfsituationen haben wir versucht noch zu vermeiden für ihn, aber er war schon teilweise im Training wieder integriert. Bei Kitte und bei Gregi ist es so, dass die auch schon im Mannschaftstraining sind, teilweise. Ich denke, das Spiel am Sonntag könnte für beide noch leider Gottes zu früh kommen. Eine Frage reingekommen vom Sturmnetz von Bernhard Puckel. Habt ihr den teilweise ausgebesserten Rasen schon begutachtet und wie viel besser ist er jetzt? Also ich war noch nicht dort, aber natürlich vom Verein hat man sich den Platz natürlich schon angeschaut. Ich bin froh erstens einmal, dass wir wieder zu Hause spielen, dass man einfach auch gemeinsam nach Lösungen gesucht hat, dass das auch relativ schnell passiert ist, dass der Rasen oder besser gesagt das, was noch vorhanden war vom Rasen, dann auch ausgebessert worden ist, dass das einfach einmal erste Schritte waren und dass man einfach insgesamt einfach nach Lösungen sucht und sich nicht da in Schuldzuweisungen übt, sondern einfach, ja, ich denke, es ist am besten Weg, dass man Schritt für Schritt jetzt dran wieder ist, ein Supergrüner in unser Stadion zu bringen. Und ich persönlich freue mich schon richtig drauf, wieder im eigenen Stadion zu spielen. Da sind wir schon beim Thema Merkur Arena. Die Rückkehr dorthin fühlt sich gut an, oder? Ja, fühlt sich gut an. Wir haben super performt, richtig viele Punkte im eigenen Stadion gemacht, haben da einfach das Gefühl, da zu Hause zu sein, das ist unser Stadion, fänden die Fans und dann wäre alles perfekt. Und von dem her ist schon top, dass wir jetzt wieder in Graz spielen können. Anschlussfrage daran von der APA von Walter Kovac-Schwarz. Sie hinterfragen und analysieren viel und meinten, auch Zufälle haben oft einen wahren Hintergrund. Was sagen Sie zur Heimstatistik Sturms nach der Winterpause? 4 Spiele, 9 Punkte, Tordifferenz 7:5. Und dann geht er noch ein bisschen genauer ein auf die Unterschiede zwischen erster und zweiter Halbzeit. Wie schaut deine Analyse zu diesen Statistiken aus? Ja, es liegt auf der Hand, dass wir uns großteils die Ergebnisse oder die Siege uns in der ersten Spielhälfte erspielt haben. Es
wie gesagt, es ist dann nicht alles zufällig, was passiert. Es war dann immer Abfaller in der zweiten Halbzeit. Da haben wir einfach diese hohe Intensität dann oft nicht dann über das ganze Spiel halten können. Sind dann teilweise dann immer wieder zu passiv geworden. Und das müssen wir natürlich ändern. Das ist auch ein Thema, das ist natürlich uns beschäftigt, wo wir einfach nach Lösungen suchen im Trainingsprozess. Wir haben halt dann auch viele englische Runden gehabt, jetzt auch kaum Zeit, so wie in dieser Woche, einmal gezielt wieder an der Entwicklung von gewissen Dingen zu arbeiten. Und ja, hat uns auch die Woche gut getan. Und wie gesagt, wir müssen natürlich auch versuchen, insgesamt einfach mehr Beständigkeit reinzubringen. Es waren einige Spiele dabei, wo wir dann halt auch in Unterzahl waren, der zweiten Halbzeit. Schauen, dass wir einfach wieder Substanz, ein gutes Vertrauen in dem kriegen, was wir machen. Und natürlich auch, dass die verletzten Spieler dann auch wieder zurückkommen. Dann versuchen die Journalisten natürlich immer ein bisschen was herauszufinden über die Aufstellung von der APA. Gibt es eine Frage dazu? Dante Yeboah und auch Mwepu waren gleich nach ihrer Einwechslung in Tirol sehr präsent. Haben sie sich für die Startelf aufgedrängt? Ja, ich erwarte mir das. Also wir können 5 Wechsel machen. Es ist einfach wichtig, dass man, wenn man intensiven Spielstil hat, dass man dann auch richtig Power und auch gute Energie von der Bank bringt. Es ist dann das zweite Thema, ist immer die Struktur, die man in einer Mannschaft hat. Da ist dann auch immer, wenn man von Haus aus schon den einen oder anderen Wechsel vornimmt so, oder Dinge einfach vorgeben muss, so wie es im letzten Spiel bei uns war, dann ja, es ist immer ein schmaler Grat, wann man wechselt, wann man frische Kräfte bringt. Fakt ist, dass wir bei 0-0 gewechselt haben und dann mit die Wechsel in Rückstand gegangen sind und da eine schwierige Phase gehabt haben am Anfang. Aber wie wir dann reagiert haben und wie diese genannten Spieler dann auch sie präsentiert haben, das war top. Und wir haben, wie gesagt, diese letzten 10 Minuten waren dann so, wie wir uns eigentlich das ganze Spiel gewünscht hätten und haben dann noch verdient das 1-1 gemacht. Und ja, diese Spieler, was von der Bank gekommen sind, aber insgesamt unser ganzes Team hat sich dann auch noch belohnt für den Aufwand. Gibt es eine Frage, die dazu passt vom Sturmnetz? Wie beurteilst du den Zeitpunkt der Einwechslungen jetzt im Nachhinein? Beim letzten Spiel. Es war meine Überlegung natürlich, früher zu wechseln, vielleicht den einen oder anderen Spieler in der Pause zu wechseln, weil wir schon gemerkt haben natürlich, dass er diese Woche viel Substanz kostet hat. Aber es geht dann auch darum, das Spiel gut einzuordnen. Wir haben gesehen, dass die Rolle extrem enges Spiel war, dass wir gewusst haben, es funktioniert gegen den Ball relativ gut. Wir haben einfach auch nicht die Durchschlagskraft nach vorne. Aber haben auch gewusst, wenn wir jetzt Struktur hergeben, wenn wir in diesen Laufwegen, in diesem gemeinsamen abgestimmten Laufweg, dann nicht mehr so exakt sind, dann könnte es auch das Gleichgewicht, das ausgeglichene Spiel einfach auch auf die Rollerseite kippen. Und deshalb habe ich dann auch länger noch gewartet. Und habe aber dann auch gemerkt, wie wir gewechselt haben, dass wir dann auch strukturell ein bisschen verloren haben. An Struktur und an Gleichgewicht und die Rolle dort einfach auch stärker aufkommen ist in der Phase. Es ist immer wirklich ein schmaler Grat. Für uns ist einfach wichtig, deshalb fügen wir immer wieder diese Testspiele ein. Wir spielen dann am Montag auch wieder gegen Hardback, dass wir alle Spieler, die auch weniger spielen, auch einfach Matchrhythmus geben und auch in der Struktur, im abgestimmten Verhalten, im Teamwork auf das Niveau bringen, das wir einfach auch von den Spielern kriegen, die wir dann auch von Beginn an einsetzen. Spiel gegen Hartberg, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Corona-bedingt. Diese Woche haben 2 Spieler verlängert, Stefan Hierländer und Jakob Jantscher, wichtige Spieler für dich. Wie siehst du das in der langfristigen Planung? Gute Nachrichten. Ja, absolut. Positive Nachrichten, glaube ich, zeigt da, wie gut der Verein arbeitet, dass offene Fragen sehr schnell immer wieder gelöst werden. Und ja, zu den beiden Routiniers sind ja richtige, haben beide ein richtiges Sturmgesicht, sind schon lange beim Verein. Haben sie, denke ich, auch für ihre Leistungen, die sie während der Saison gebracht haben, mit der Vertragsverlängerung belohnt. Und ja, werden definitiv weiter sehr, sehr wichtige Rolle bei uns haben, auch in der Kombination einfach mit den vielen jungen Spielern, die wir dann auch bei uns im Kader haben. Frage ist über Facebook reingekommen von einem Fan. Liegen die Leistungen in der zweiten Halbzeit an der Kondition der Spieler?
Ja, das darf man dann nicht immer so sehen. Es gibt immer die Grenzen nach oben, haben wir sicher noch nicht erreicht. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt einfach die Berichte anschaue, was wir jetzt an Leistung bringen in einem Spiel, ob das jetzt Gesamtmeter sind, ob das jetzt intensive Meter sind, explosive Meter, diese allen Bereiche, die wir uns da einfach ganz genau anschauen, Sprintmeter etc., mit denen wir einfach unser Spiel auch definieren, da sind wir ligaweit ganz vorne dabei. Also wir können viele, viele Aktionen in der Zeit schon machen. Jetzt die Qualität dieser Aktionen noch über die 90 Minuten zu halten, da hängen wir im Moment noch etwas. Das war schon, haben wir schon eine Phase gehabt, da, wo das besser funktioniert hat. Das gilt es natürlich jetzt auch noch in Richtung Meistergruppe dann zu verbessern. Aber wir wollen jetzt nicht Intensität aufgeben, um dann einfach länger diese Aktionsqualität zu halten, sondern wir wollen diese Intensität behalten, aber auch das andere Thema dann beheben. Und das wird ganz wichtiger sein. Aber wie gesagt, diese Konditionsfrage wird dann auch immer oft komplett falsch eingeschätzt, weil es gibt auch Mannschaften, die spielen extrem passiv, extrem abwartend, versuchen nur kompakt im Block zu reagieren auf den Gegner und haben halt dann hinten hinaus wirken es dann, wie es richtig zulenken können. Das ist dann nicht der Zugang, den wir wählen. Es hat sich bei der Austria ja im Hinblick auf die Zukunft auch was getan in den letzten Wochen. Da gibt es eine Frage dazu vom Soundportal von Marcel Fischer. Hat Christian Ilzer noch Kontakte zur Austria, die ihm Einblick geben, ob der neue Sponsor das Team aktuell pusht oder eher verunsichert? Ich habe das eh vorher schon gesagt. Wie gesagt, ich habe genügend zu tun da mit meiner Mannschaft da, um uns top. Wir wollen uns top auf die Spiele vorbereiten. Wir wollen unsere Ausgangslage für die Meistergruppe noch verbessern. Wir wollen am Sonntag ein richtig, richtig gutes Spiel machen. Daraufhin habe ich einfach meinen Fokus gerichtet. Hin und wieder besteht natürlich Kontakt da mit ehemaligen Spielern. Ich glaube, für mich persönlich war natürlich dieses erste Duell im Herbst war einfach noch brisanter, emotioneller. Ja, jetzt ist es ein Spiel wie jedes andere. Für mich ist die Austria-Zeit gefühlt der Ewigkeit her. Und ja, deshalb befasse ich mich da gar nicht mehr, was bei der Austria passiert. Mich interessiert einfach das, was da bei Sturm Graz Sache ist. Dann hoffen wir, dass es am Sonntag die zweiten 3 Punkte gegen die Austria in dieser Saison geben wird. Um 17 Uhr geht's los in der Merkur Arena. Danke für die Zeit, danke fürs Dabeisein zu Hause und wir sehen uns dann am Sonntag gegen die Austria.